Ich habe jetzt hier in der Simulation dieses Modell mal dargestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der linken Seite zum Vergleich einen Tiefsetzsteller, der geschaltet betrieben wird, wieder mit Pulsweitenmodulation. Das heißt tatsächlich, wir haben hier unser Steuersignal D, das heißt eigentlich sogar D-Mittel, was jetzt konstant ist. Dann hätten wir hier die Schaltfunktion D von T, das pulsweitenmodulierte Signal, was dann wieder diesen Schalter an- und ausschaltet. Und auf der rechten Seite haben wir dann hier dieses Modell ersetzt mit der gesteuerten Quelle. Das heißt, ich habe dieses Modell, wo wir haben D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal IL-Mittel. Das heißt, hier tatsächlich der Strom, der hier fließt, ist IL-Mittel. Und hier habe ich die Spannungsquelle, die mir D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal UE-Mittel macht. Das heißt, tatsächlich genau diese Darstellung, wie wir sie gerade abgeleitet haben, dasselbe Ausgangsfilter. Was ich jetzt aber machen muss, ich brauche jetzt neben dem eigentlichen mittleren Tastverhältnis, was ja hier auch die PWM erzeugt, noch eine zweite Variable, dieses Tastverhältnis D2-Mittel, was ich berechne. Und das wird hier ausgerechnet. Das heißt, tatsächlich steckt hier drin die Formel, die angegeben war, 2 mal L mal F mal IL Mittel geteilt durch UE Mittel minus UA Mittel mal 1 durch D Mittel minus D. Aber jetzt hier mit dem Zusatz, mit dieser LT-Spice-Limit-Funktion, die das jetzt begrenzt auf den Bereich zwischen 0 und 1 minus D Mittel. Das heißt tatsächlich, diese Limit-Funktion wählt den mittleren Wert zwischen den drei Werten, die man dort angibt, aus. Und der untere ist jetzt 0, der obere wird 1 minus V mal D sein und der dritte ist halt dieser Wert D2. Das heißt tatsächlich wäre hier das eigentlich D2-Strichmittel. Und das benutzen wir jetzt hier zum Berechnen. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie sieht das in der Simulation aus. Hier habe ich dann mal die Ergebnisse dieser Simulation. Das heißt tatsächlich, was simuliert wird, ist Folgendes. Wir haben hier einerseits den Startup-Vorgang, das heißt, wir starten mit leeren Energiespeichern im ersten Augenblick und dann einen Sprung des Tastverhältnisses von 40% auf 50% zum Zeitpunkt 20 Millisekunden. Ich habe in beiden Fällen hier wieder in Blau dargestellt die Zeitverläufe des geschalteten Modells, das heißt den Strom IL1 und die Spannung UA1 und in Rot dargestellt sind jetzt hier IL2 eigentlich Mittel und UA2 Mittel die Werte dieses Mittelwertmodells. Und jetzt wollen wir uns das angucken, was dieses Modell macht und was auch die Besonderheit ist. Und dazu habe ich hier mal reingezoomt. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Verläufe des Mittelwertmodells und des geschalteten Modells. Und wir sehen hier sehr schön, die liegen übereinander, aber tatsächlich in den unterschiedlichen Betriebsmodi und selbst beim Hochlaufvorgang großsignalmäßig stimmen diese überein. Ja, wir sehen hier die Spannung, das ist beim Start, der Kondensator lädt sich auf. Und wir sehen aber im ersten Moment hier, deswegen wird, wenn wir den blauen Verlauf betrachten, die Schaltung erstmal ganz tief in den CCM-Modus gehen. Ja, wenn man hier das einmalt, sozusagen sind wir hier links. Solange der Strom größer als 0 ist im CCM-Modus und rechts davon sind wir im DCM-Modus. Das Mittelwertmodell, was wir jetzt hier reingebracht haben, beschreibt aber beide Vorgänge korrekt. In beiden Fällen kriegen wir hier einen Mittelwert, diese roten Verläufe, die sehr gut übereinstimmen mit unseren blauen Verläufen. Das heißt, gehen wir nochmal ein Stück weiter. Wenn wir jetzt weiter reinzoomen, dann sehen wir sehr schön, okay, tatsächlich hier zum Beispiel bei diesem Übergang, wenn wir den Strom dort betrachten, hier wird jetzt automatisch der Übergang der Modelle stattfinden durch unsere Begrenzung, dass hier einerseits der Mittelwert durch das bereits bekannte CCM-Modell modelliert wird und dann hier durch das DCM-Modell. Und wir haben dann hier die Möglichkeit, ein Modell sowohl für den diskontinuierlichen als auch für den kontinuierlichen Modus zu beschreiben. Das heißt, man kann dann auch hier zum Beispiel bei so einem Sprung vom Tastverhältnis von 40 auf 50% sehr schön sehen, wie jetzt hier kurzzeitig der Strom durch die Induktivität Lücken wird. Und dann haben wir ja eigentlich den Modellübergang. Und hätten wir jetzt hier nur das CCM-Modell, würde das eventuell den Zusammenhang falsch beschreiben. Das können wir ja mal kurz ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Mittelwertmodell nur das CCM-Modell reinmache, im Prinzip also sagen würde, wir haben hier bloß D mal IL und D mal UE für die beiden gesteuerten Quellen, dann würde hier, werden wir gleich sehen, der Verlauf nicht mehr stimmen. Simulieren wir das.
Und dann sehen wir hier schon, wenn das startet, schon bereits beim Einschwingvorgang, das passt nicht mehr gut übereinander. Aber wir gucken jetzt nochmal direkt an den Sprung, den wir uns vorher auch schon angeguckt hatten. Dann sieht man hier sozusagen im ersten Moment, wenn man diese Verläufe betrachtet, im ersten Moment stimmen die Modelle beide wieder überein, bis zu diesem Zeitpunkt in etwa. Ja, schauen wir mal hier. Bis zu diesem Zeitpunkt sind der rote und der blaue Verlauf sowohl bei der Spannung als auch beim Strom deckungsgleich. Und dann ab hier passiert was. Wir sehen hier, dieser rote Verlauf schwingt weiter durch, wohingegen der blaue und auch vorher unser Mittelwertmodell hier einen etwas anderen Verlauf genommen hat. Und das liegt daran, weil hier der Betriebsmodus sich geändert hätte. Das heißt, hier geht die Schaltung kurz in den DCM-Modus und dann beschreibt dieses CCM-Modell, wo wir jetzt bloß D mal IL und D mal UE haben, beschreibt dann die Werte falsch, obwohl es hier in diesem Bereich sozusagen richtig die Mittelwerte annähert. Und deswegen ist so ein Modell, was automatisch wechselt zwischen CCM und DCM, ein sehr schönes, interessantes Modell, um so die Silizi-Wandler zu beschreiben, dynamisch, weil man natürlich auch hier im DCM-Modus dann die Bode-Diagramme ableiten kann und damit systematische Regler auslegen kann. Ändern wir das wieder zurück. Ich habe das da mal zurückgeändert und dann schauen wir uns das jetzt nochmal an, was dann der Unterschied ist, wenn wir jetzt wieder hier D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel in die gesteuerten Quellen reinnehmen und unser zweites Tastverhältnis mit reinmachen, können wir jetzt auch schon wieder abbrechen. Dann sehen wir sehr schön, dass jetzt dann in diesem Fall dieses geänderte Modell wieder hier die Vorgänge sauber beschreibt, selbst wenn wir in diesen CCM-Modus gehen, sowohl bei diesem ersten Einschwingen als auch hier dann bei unserem, wenn wir so wollen, Führungsgrößensprung des Tastverhältnisses, dass auch hier dann keine Abweichungen mehr entstehen, sowohl in der Ausgangsspannung als auch in dem Strom. Jetzt noch eine Anmerkung dazu. Ich werde jetzt bewusst mal die Schaltung auf DCM-Modus umbauen. Das mache ich, indem ich die Last verringere, das heißt einen größeren Lastwiderstand anschließe, damit der Strom kleiner wird. Und dann schauen wir uns jetzt hier mal den Sprung an. Das heißt, hier zum Zeitpunkt 20 Millisekunden erfolgt wieder die Tastverhältnisänderung. Das, was wir jetzt hier simuliert haben, reicht schon. Wir schauen mal kurz rein und dann sehen wir, wenn wir das so betrachten, hier die Ausgangsspannung nimmt jetzt so zu wie ein System mit nur einer Zeitkonstante, das heißt mit einem PT1-Verhalten. Durch die Änderung des Betriebsmodus, dass wir jetzt im DCM-Modus sind, haben wir eine geänderte dynamische Charakteristik. Das heißt, dieses LC-Filter wirkt jetzt nur noch wie ein PT1-Element und nicht mehr wie ein PT2-Element, was man eigentlich vermuten könnte. Und das ist typisch für die Silizi-Wandler. Das heißt, der Übergang CCM-DCM sorgt dafür, dass sich die Übertragungscharakteristik ändert. Und dann müssten wir gegebenenfalls den Regler, den wir benutzen, anders dimensionieren.